Hallo again und herzlich willkommen zurück auf ATBTV zu einer neuen Folge Lego Star Wars The Skywalker Saga. Nachdem unser Poe in der letzten Folge nicht auf die Mutti hören wollte, sind wir jetzt hier im Rebellenschiff-Stützpunkt Gedöns und wir müssen weiter vorankommen. Ich würde aber sagen, wir schauen nochmal, was können wir uns hier noch an Verbesserungen kaufen. Allgemein. Schneller Sprint, schneller bauen. Gonta-Keys. Ich würde sagen. Kaufen uns das hier mal. So. Sammelgegenstände werden jetzt angezeigt. Das ist gut. Ja, das ist schon mal sehr gut. Wenn euch unsere Videos gefallen und ihr mehr von Lego Star Wars The Skywalker Saga sehen wollt, dann empfehle ich euch jetzt ganz, ganz dringend einfach unseren Kanal zu abonnieren. Das Ganze ist vollkommen kostenlos und ihr werdet immer über die neuesten Videos informiert. Dazu müsst ihr nur einfach auf Abonnieren klicken und natürlich die Glocke aktivieren. Soweit, so gut. Jetzt gehen wir hier rein. Verwenden. Wieder so ein Kombinations... Oben. 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 Oben, links, links, unten, unten. Haben wir auf Anhieb natürlich richtig. Wir kennen ja den Code als guter Rebell. Klamotten, die nicht undicht sind und so, wir können jetzt erstmal ein bisschen Klamotten besorgen. Bin undichter Beutel. Die Geschichte setzen wir nun fort. Wir befinden uns in Episode 7. Da ist nichts drin. Wer hat sich denn hier bedient? Ja, die Leute haben die Angewohnheit, sich Sachen zu leihen und dann nicht zurückzubringen. Sie liegen auf dem Schiff um, es liegen garantiert ein paar Sachen rum. Okay, wir müssen jetzt offenkundig Kleidung für unseren guten Finn suchen. Was kriegen wir wohl hin? Ja, aber gut gemacht. Mal gut gemacht, wir sind mal drin, können wir Geld sammeln. Hat aber jetzt nicht so richtig. Also da ist ja jetzt nicht so richtig was. Das ist jetzt nicht so richtig was, ne? Also. Hier müssen wir rein. Die Jacke müsste in dem Schrank da sein. Okay. Ich finde es ja cool, dass hier diese kleinen. Die kleinen Zwischenepisoden auch noch mit dabei sind. Das dürfte genügen. So. Gehen wir zurück zum Schrank, damit du dich in Ruhe umziehen kannst. Wir wollen jetzt sich im Schrank umziehen. Warum denn bitte im Schrank? Warum kann der sich nicht einfach da anziehen? Und warum hat der eine Waffe? Wenn er doch nichts anhat. Geschichte fortsetzen, ja. Also, ich bin angezogen. Wohin jetzt? Das sieht doch gut aus. Okay, wir müssen zur Nachbesprechung auf die Brücke. Da kannst du dir auch gleich alles anhören, was du verpasst hast. Ja, so viel wird das ja nie sein, oder? Dann lass uns doch mal jetzt hier zur Nachbesprechung auf die Brücke gehen. Die scheint hier zu sein. Oh oh. Das ist Snokes Schiff. Oh oh. Wir haben uns im Hyperraum aufgespürt. Das ist unmöglich. Nein, es ist offenkundig geschlossene Formation. Nicht unmöglich. Es ist. Oh oh. Nicht gut. Nicht gut. Und der Mon Calamari da vorne, der in seinem Stühlchen da sitzt. Schön. Also, wer hat das Kommando? Das wäre Vizeadmiral Holdo. Hä? Danke, Commander. Wer von denen jetzt? Wie lautet unser Plan? Bleibt auf eurem Posten und befolgt meine Befehle. Okay. Ob der das hinkriegt? Ich glaube ja nicht. Ich fürchte fast, das wird nichts werden. Ich mach nur ein paar Kontrollen.
kontrollierst die Rettungskapseln. Nein! Diese Flotte ist verloren. Ich muss meine Freundin Ray warnen. Falls sie zurückkommt, ist sie es ebenfalls. Ich sperre dich ein wegen Desertation. Mhm. Ich wollte nicht desertieren. Okay. Ich muss meine Freundin warnen, dass dieses Schiff verloren ist. Wir können auf Lichtgeschwindigkeit gehen. Die können uns trotz Lichtgeschwindigkeit erfassen. Die können uns trotz Lichtgeschwindigkeit erfassen? Ja, und wir haben kaum noch Treibstoff. Hyperraumerfassung ist neu. Aber im Prinzip funktioniert sie wie jede andere aktive Erfassung. Sie orten uns nur vom Führungsschiff aus. Wir müssen mit Po reden. Selbst wenn wir auf den Sternenzerstörer kommen, um es abzuschalten. Wer weiß denn, wo der Versorgungsraum überhaupt ist? Der Typ, der da immer gewischt hat, ja? Wenn ich uns dort reinkriege. Kann ich das Ortungsgerät abschalten? Ja. Okay. Warum sollte man eine Tür mit ein paar Zielscheiben sichern? Nur so kann's. Okay. Also ah, jetzt wissen wir auch, wer da drin ist. Okay. Aus, dem Führungsschiff. Super, dann pusten wir das weg. Gute Herangehensweise, aber nein. An Bord schleichen. Ordnungsgerät deaktivieren, unsere Flotte entkommt, bevor die es mitkriegen. Wie kriegen wir euch beide unbemerkt auf Snokes Zerstörer? Findet den Meistercode-Knacker. Ihr erkennt ihn an einer roten Plomblüte an seinem Revier. Im Casino. Die Flotte hat nur noch für 18 Stunden Treibstoff. Wir müssen uns beeilen. Ich bleib hier und gehe dann auf Lichtgeschwindigkeit. Okay. Gut. Wir müssen jetzt offenkundig nach. Auf Cantonica. Klasse. Weißt du, wo das ist? Ja. Schnappen wir uns eine Kapsel aus dem Hangar. Du wischst mir diesmal aber keine, oder? Ich bin noch nicht bereit, darüber zu scherzen. Auf in den Hangar, auf in eine Kapsel. Ja, warum denn eine Kapsel? Warum denn kein Schiff? Also jetzt mal ehrlich. So eine Kapsel ist ja jetzt nicht sehr groß, wie man sieht. So, wir müssen nach Cantonica. Nach Canto Bight. Auf geht's, los geht's und ab die Post. So, der Ladebildschirm wieder. Wunderbar, wunderbar. Wir lieben es. Wir fliegen einmal ins Licht. Hui, hui. Nehmen wir uns Licht um. Hui. Hui, 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 hui. Yeah. Zack. Kommen wir hin, oder? Schaffen wir, schaffen wir. Wir sind drin. Kein Traum. Cantonica, Canto Bight, das sieht cool aus. Cool gemacht auf jeden Fall. Wir sehen hier wieder ganz viele zusätzliche Gegenstände. Hier scheint auch was zu sein, aber dafür brauchen wir hier jemanden, der. Klingt nach einem Typen, der in dem schicken Gebäude da oben rumhängt. Granaten werfen kann. Das ist leider keiner von uns hier. Nee. Aber da ist was. Können wir das? Können wir da dran? Bestimmt. Da kommen wir ganz einfach dran. Willkommen in Canto Bight. Ja gut, das ist jetzt eine leichte Sache gewesen. Bei einer Willkommensnachricht auch jetzt nicht anders zu erwarten an dieser Stelle, denke ich mir. So, hier scheint auch was zu sein. Dafür brauchen wir einen Schrottsammler. Haben wir Ray leider nicht dabei. Und sie ist auch keine... Schrottsammlerin. Nee. Sie ist auch keine Schrottsammlerin. Ich glaube, sie ist einfach... Sie ist Schiffsmechanikerin oder so, ne? Irgendwie sowas war da doch. Aber wir gehen jetzt einfach mal hier in die Untiefen von Canto Bight. Und sammeln uns hier mal ein bisschen was zusammen. Und los geht's. Ab geht's. Wilde Post, wilde Fahrt. Ab geht die Luzi. Ach, was weiß ich nicht was. Das ist ja alles auch irgendwie. Dann müssen wir lang. So, dann einsammeln. Ich höre Musik oder sowas. Ich möchte jetzt hier aber noch einmal gucken, ja? Oho, oh, hallo. Da oben ist er.
irgendwas, das lässt mir keine Ruhe. Ich frag mich, was es ist. Ja, was ist es denn? Ja, was ist es denn? Wo ist es? Komm, Baby, mach du das. Horido, Sir Gonkikon, der Dritte, befindet sich auf der Heldenfunktion im Namen der Schaltkreise mit Lücke Schucks verflucht. Pflege, die ihn in seine Einzelteile zerlegen wollen. Sein Kumpan beschützt Sir Gonkington. Sir Gonkington, Alter, was ist das denn für ein Name? Jawohl, jawohl, ja, ich nehme den Auftrag an. Natürlich zu dem Wochen, jawohl, Sir Gonkington. Ritter von weg. Graf Gonk von ganz. Okay. Ja, komm, den Zwischenauftrag machen wir natürlich auch gerne. Schwubidiwupp, und wir laufen diesem Moped mal hinterher. Oh. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Das ist auch noch eine. Du nicht? Ja, komm mal. Okay. Oh. Und. Weg da. Oha. Da sind noch welche. Ja, komm, Baby. Ach, los, mach's fertig. Nee, das sind unsere. Ups. Ist das Moped hingewandert? Warum rennt es denn weg? Oh, da sind noch welche. So, komm. Euch werde ich es jetzt zeigen. Und zwar mit Baby 8. Nicht ganz. Ich werde nämlich noch einen anderen nehmen. Wollen wir nicht. So. Zack. Ich habe ich auch. Und dich. Keine Rücksicht auf Verluste hier. Sir Gonk. Sir Gonk. Hallo? Sir Gonk rennt einfach weiter. Gut. Auf dem Sir Gonk hinterher. Sir Gonki Gonki. Oho. Was? Ziel erreicht. Yay. Und das beschert uns den Meister Kotknacker. Aber ich dachte, unser. Also, er ist einfach weg. Gut. Aber der war doch da. Wir haben den Meisterkotknacker doch gesehen, oder? Also jetzt mal ernsthaft. Der war doch da. Warum ist denn der jetzt abgehauen? Warum ist denn der jetzt abgehauen? Wir waren doch so nah am Ziel. Das ist doch unfassbar. Das ist doch einfach unfassbar. Also es gibt's doch nicht. Nee, also jetzt mal ernsthaft. Kann nicht sein. Wir haben doch da gerade eben den Meisterkotknacker gefunden. Warum ist denn der jetzt wieder weg? So, da können wir uns da hochziehen. Ach nee, da können wir hier irgendwas nehmen und das dann hier hinpacken. Ah, guck mal hier. Und da drauf packen. Sehr gut. Nehmen und drauf packen. Und das war da war doch noch ein anderes Ding, wo man dran ziehen konnte. Da. Super. Noch so eine Nuss hier gefunden. Die nehmen wir noch. Und dann packen wir die nämlich auch da rein. Und dann. Oha. Willkommen in den Gärten. Können wir hier nämlich. Willkommen in den Gärten von Kanto. Hey, die haben wir doch eingepflanzt. Hallo?
mich jetzt verarschen, oder was? Willkommen in den Gärten von Kanto. Wir testen gerade... Ja, haben die doch einen. Das muss zerstören, oder was? Soll ich das jetzt noch kaputt machen? Ach nee, wahrscheinlich müssen wir das noch gießen oder so, ne? Das geht nur mit einem Jedi. Jedi. Tauschen. Das geht? Cool. Das geht hier. Das ist ja lustig. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Da wäre die andere Mission ja auch gar kein Problem gewesen. So. Guck mal, das heißt, wir haben uns jetzt hier auch das Ganze verdient. Mega gut. Wir haben uns jetzt hier so ein Steinchen gebaut. Verdient. Damit wir ihn, also wir können ihn bauen. So. Noch so ein Kaiwa-Stein. Wunderbar. Das ist doch mega, mega klasse. Und ich würde sagen, wir beenden die heutige Folge. Ich fand es schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Das mit dem Abo ist jetzt relativ einfach, indem ihr auf den Button klickt, der oben rechts im Video eingeblendet ist. Und wenn ihr ein weiteres Video von unserem Kanal und von LEGO Star Wars The Skywalker Saga sehen wollt, dann drückt ihr einfach auf den Button, der unten rechts eingeblendet ist. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Ciao, ciao.